Spiel 6. So, was machen wir jetzt genau? Kannst du das bitte einmal ablesen? Ja. Ja, hallo, ich bin Jakob Lund von Late Night Berlin. Ich darf jetzt das nächste Spiel ankündigen. Es geht bei dem Spiel nämlich um eine Zündschnur. Und eine Zündschnur wird auch wie genannt? Genau, Lunte. Das wird jetzt der Witz werden, ne? Weil ich heiße ja Lund. Deswegen dann Lunte. Also, im nächsten Spiel brennt die Lunte. Jetzt will ich aber nicht mehr verraten. Nicht, dass ihr noch Lunte riecht. Viel Glück wünscht euch euer Jakob Lunte. Na, Lunte. Die lange Lunte. Vielen lieben Dank an unseren Wortakrobaten Jakob Lund. Und wir sind oben auf unserem Studiodach und das hat einen einzigen Grund, denn hier beginnt unsere Lunte. Und die ist 100 Meter lang und endet dann unten auf der Außenspielfläche. Und einmal angezündet, darf die Lunte nicht mehr aufhören zu brennen. Jetzt wird spannend für euch beide, ja, ganz aber, kurz. Kannst du mal loslegen, weil irgendwas müssen wir machen. Es gibt 7 Stellen, an denen sie unterbrochen ist. Und ihr müsst versuchen, diese Stellen zu überbrücken. An jeder dieser Stellen steht ein Schild, wo drauf steht, was ihr machen müsst, um im Prinzip... Nee, warte mal ganz kurz. Nein, ihr müsst das zusammen machen. Und die erste Station ist hier oben und die Lunte ist unterbrochen da unten. Das heißt, hier ist die Aufgabe und dann müsst ihr runter und versuchen, hör mal auf zu reden jetzt, bitte, die Lunte weiter am Brennen zu halten. Und ich gehe schon mal langsam dahin und freue mich, wenn ihr hinterherkommt. In 20 sind es 100. 100 plus 10 sind 110 mal 25. Was? Hey, mal 25, genau. Also 100, 100 plus 10. 110 mal 25. Ja. 110. Und, warte, ich sag dir nur Ergebnisse. Rechne du, ich mach. 110 sind 200. Punkt vor Strich rechnen, warte mal. Punkt vor Strich rechnen. Also 10 mal 25 250. Sind 250 plus 100, 350. Die Lunte brennt 8 Meter pro Minute und langsam kommt sie an die erste Stelle, wo sie unterbrochen ist. Geht sie aus, ziehe ich euch einen Versuch ab. Habt ihr den Koffer aufgemacht? Ja. So, dann kommt, aber jetzt blitzschnell da unten. Ihr müsst die Zündschnur einklemmen. Oh. Schneller! Joko, klar, schnell! Hier hinten, hier bis hier. Komm schnell! Das könnt ihr noch schaffen. Einfach einklemmen. Vorne einklemmen. Einfach nur einklemmen und hinten einklemmen. Schnell, schnell. Überbrückt. Einklemmen und weiter zur nächsten Aufgabe. Die ist da. Nee, brauchst nichts zu machen, alles gut. Sehr schön. Auto, wo ist ein Auto? Wo ist ein Auto? Wo ist ein Auto? Da hast du. Da, der rote. Also an unserem Parkplatz hing ein Autoschlüssel und die beiden müssen das dazugehörige Auto finden und einparken. Ah, okay, ja, got it. Hier ist ein Parkplatz. Ein lange Lundenparkplatz. Komm! Junko, komm hierher. Junko, hier siehst du es, genau. Ihr müsst es einparken, damit die Lunte vorne und hinten verbunden werden kann. Und einklemmen. Sehr gut, Jungs, ihr seid super. Guck mal, ihr habt ganz viel Platz noch. Macht das Auto aus, wenn ihr richtig steht. Stehen wir richtig? Ja. Hast du es gemacht, Joko? Ja, warte. Einklemmen. Der hat kaputt gefahren hier. Kriegst du das eingeklemmt? Ja, ich glaube ja. Die Lunte kommt. Ja, das ist richtig. Warte. Das ist im Arsch. Wir sind rübergefahren. Geht das? Ja. Gut, weiter geht's. Ja. Wir fangen mit was? Ja, ihr könnt. Ja, genau, das ist gar keine schlechte Idee. Oh, die Lunte hängt an unserer Drohne. Die müsst ihr sozusagen runter befördern. Vorsicht, Leute, ich schmeiß Steine. Wo ist sie? Da, hinter dir. Oh, na, das gehört zur nächsten Aufgabe, der Koffer, egal. Aber ich erlaube dir das jetzt mal.
die Drohne in irgendeiner Art und Weise runterholen. Die Lunte brennt. Sehr gut. Hier, Jungs, hier. Hier. Die Lunte brennt noch. Ihr habt einen guten Vorsprung. Einlegen. Und weiter zur nächsten Aufgabe. Lest euch das durch. Ihr habt den Koffer benutzt. Rohe Gewalt ist immer gut. Alle Wut rauslassen. Darf ich mal? Über das verlorene Schere, Stein, Papier Spiel. Warte mal, von oben. Oh, aber verletzt ihn nicht. Die Lunte brennt immer noch. Nee, guck mal. Joko, halt auf. Ja. So, hier. Lunte, da einsetzen. Einklemmen. Ihm hat das richtig gut. Noch kein Fehler gemacht. Kein Abzug eines Versuchs. Eine Schatzkarte vom Studio und ihr müsst an raus. Einen bestimmten Ort, um ein Stück Lunte zu finden. Erdgeschoss? Nee, das ist drinnen. Das ist drinnen? Das ist die Treppe? Rechts, das rechts neben der Tür. Ja, jetzt sinkt. Weißt du. Wo lauft ihr hin? Nein. Nee, hier. Klasse. Hier? Entweder im Fahrstuhl. Jungs, ich kann euch sagen, die Lunte ist in einem Schrank. In einem Schrank. Fuck, Mann! Ich hab mich erschrocken, du blöde Sau! Maria, ey! Ich hasse euch! Oh nein! Da war's schon wieder! Ja. Das gruselige Mädchen! Der Kultgeist! Der ist cool! Macht es bitte immer zusammen, nicht getrennt voneinander die nächste Aufgabe machen. Klaas, erstmal warten, bis ihr das geschafft habt. Eingespannt. Gut. Und jetzt geht es weiter! Genau, ihr müsst den Ball treffen. Ja. Super! Das reicht. Weiter, okay. Der ist mit Brennpaste eingeschmiert, der Basketball. Das heißt, die Lunte brennt da auf jeden Fall weiter. Die meisten Lunden habt ihr zwei schon eindrucksvoll verfeuert. Doch noch ist es nicht ganz vorbei, das Zündschnur-Abenteuer. Schaut hin, wie schnell die Schnur vergeht, die Zeit brennt euch davon. Noch eine zündende Idee und schon habt ihr gewonnen. Doch sehen wir kein Feuerchen in euren trüben Augen. Die Kraft reicht nur fürs Bäuerchen. Ihr müsst doch an mich glauben. Seid wach, es folgt der heiße Tipp. Das Stück zum Überbrücken ist festgenäht und todesschick auf eurer beider. Ein Rätsel per Kassette und... Bei mir hinten rücken. Bei mir hinten rücken. Tintendachs. Ja. Tintendachs. Du bist halt verknoten, oder? Das ist das letzte Stück der Zündschnur und ihr müsst es jetzt in der richtigen Länge miteinander verknoten, damit es da reinpasst. Aber die brennende Lunte kommt immer näher. Ihr habt es geschafft. Und wir kommen jetzt zum letzten Stück der langen Lunte. 100 Meter ist sie lang und das sind die letzten paar Meter, bevor es hier ein spektakuläres Feuerwerk geben wird. Und jetzt brennt das letzte Stück auch viel schneller. Ich finde nur zwei Fässer Benzin. Ja. Versteck dich hinter meinem breiten Rücken und dann... So, das war das Feuerwerk am Ende dieses sechsten großartigen Spiels. Oh, und ich kann noch mal ganz deutlich sagen, ihr habt das super gemacht. Ihr habt keinen Fehler gemacht, also keine Versuche verpasst. Das war der späte Schreck. Die haben mich nicht erschrocken. Hast du nicht erschrocken? Ich habe mich ein bisschen erschrocken. Beim Kultgeist habe ich mich erschrocken, aber... Kann ich auch verstehen. Also ihr habt keine Fehler gemacht. Also ihr habt jetzt für das Finale noch sage und schreibe insgesamt großartige
10 Versuche. Wenn ihr sagt, das war ja nicht schlecht, aber ich hätte das gerne stundenlang, dann gibt es eine ganze Folge und zwar da oben auf Join. Wir würden uns freuen. Das heimt sich, Join, wir würden uns freuen. Das ist für immer jetzt da, ne? Ja. Egal.